Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück. Ich mache es jedes Mal. Ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Worms Forms unter Belagerung. Ein Spiel von Silja und Team 17 von mir Let's Play für euch. Und ich muss mir so weit von angewöhnen, immer zu sagen, kommt zurück. Jedes Mal. Ja. Wie angekündigt nach Worms 3D kommt jetzt Worms Forms unter Belagerung, auch wenn da anders steht, was ja eigentlich das gleiche bedeutet. Und ja. Kampagnenmodus spielen wir und das Lernprogramm davor habe ich nie gespielt, also den Kampagnenmodus. Das Lernprogramm habe ich, glaube ich, gespielt, aber ja, ich glaube, das habe ich gespielt. Bei Worms habe ich das, glaube ich, also 3D habe ich das, glaube ich, nie gespielt. Bin mir aber nicht sicher. Egal. Teamvorstellung. Ich habe mir natürlich ein Team erstellt und zwar nicht nur eins, sondern ganze 4 Stück, weil in diesem Spiel dreht sich um 4 verschiedene Epochen. Und ich habe für jede Epoche jetzt eine Truppe hergestellt. Und zwar hätten wir hier für die ägyptische Epoche Pyramid Heads, Dame Wenekorm, Tutanchamen, Ramses und Nil. Ja, versucht mal irgendwie Vornamen mit W zu finden. Nee, richtig schräg, ey. So, für die griechische Epoche haben wir Vasilis Orm, Herkules, Prometheus und Hydragon. Ja, für die Dynastien haben wir Wu Xing Orm, Ping Pong, Tao Bye Bye und Karma Sutra. Und für das Mittelalter haben wir den Mittelalten und zwar Walter Orm, Rainer Skill, Lex Calibur und Frederiken. Ja, boah, überall ein Orm, ne? Was? Okay, ist genau gleich. Wollte schon sagen, so. 4 Epochen gibt es in dem Spiel, die werden wir natürlich alle spielen. Ich glaube, wir müssen ja alle in der Reihenfolge spielen, ne? So, das ist wahrscheinlich hier wieder so neben Dingen. Weiß ich nicht. Alles klar. Und ja, ich habe schon die erste gemacht, weil, ja, das ist der zweite Aufnahmeversuch und die erste wollte irgendwie nicht. Und jetzt machen wir nochmal die erste. Und zwar, wir stellen vor, die Zwillinge. Seien Sie gegrüßt, Sterblicher, und willkommen im Universum von Worms Forts Undersiege unter Belagerung. Ich bin der Allerhöchste, doch bevor Sie die zahlreichen Missionen angehen, die ich auf Sie, für Sie auf Lager habe, empfehle ich, dass Sie in einigen einfachen Tests Ihre Würdigkeit unter Beweis stellen. Sie müssen viele Welten erobern. Wenn Sie also bereit sind, fangen wir an. Und wir fangen mit den Pyramid Heads an und switchen einfach so durch im Lernprogramm. Ja, damit ihr es wisst. Okay. Eine Sache fehlt mir hier schon, glaube ich. Ja, das Intro kommt jetzt nicht mehr, weil wir auf einer Insel gestrandet. Das Intro kommt nicht, weil ich schon mal das hier gemacht habe. Sehr schön. Finden sich vom Pech verfolgte Helden Mutterseen allein wieder. Zum Glück hat jemand über sie gewacht. Huh. Was ist das? Das allerhöchste Wesen. Na? Was geht ab? Was erzählt er da? Wer redet von den beiden eigentlich jetzt? Er wird ihm beibringen, wie das Spiel funktioniert? Durch eine Reihe von Tests? Das könnte lustig werden. Ja. Seien Sie gegrüßt, Sterblicher. Ich bin der Allerhöchste und hier, um Sie mit den grundsätzlichen Dingen des Spiels vertraut zu machen. Zu Beginn möchte ich, dass Sie versuchen, Ihren Wurm zu bewegen. Vor Ihrem Wurm steht eine weiße Kiste. Linker Analogstick bewegen Ihren Wurm. Wenn Sie soweit sind, versuchen Sie, die Kiste einzusammeln, indem Sie Ihren Wurm darüber bewegen, wenn Sie bereit sind. So, ich habe jetzt die Dings geändert. Oh mein Gott. Oder ist das so? Ich habe jetzt die Kamera nochmal geändert. Also ich gucke nach oben und es geht nach oben. Und ich möchte jetzt das hier inventieren. Was zum Teufel? Sehr schön. Egal. Ausgezeichnet, Sie haben soeben Ihre erste Arzneikiste eingesammelt. Je mehr Lebensenergie am Wurm besitzt, desto schwerer ist er zu töten. Würmer beginnen gewöhnlich mit einer Lebensenergie von 100, doch wenn diese auf 0 abfällt, sterben sie. Die Lebensenergie wird durch eine Zahl über den Kopf jedes Wurms angezeigt. Das ist ganz nützlich. Wenn Sie bereit sind, sammeln Sie die übrigen Arzneikisten ein, sobald sie auftauchen und Sie bereit sind. Ja. Boah, ich tue die Kamera sofort wieder umstellen. Nach diesem Part. Manchmal kann es schwierig sein, Ihren Wurm im Blick zu behalten. Glücklicherweise können Sie die Kamera mit Hilfe vom rechten Analogstick steuern. Sie können außerdem die Kamera hinter Ihrem Wurm zentrieren, indem Sie R3 drücken. Ja.
Die Kamera zu bewegen hilft Ihnen dabei, die nächste Kiste zu lokalisieren. Sammeln Sie weiter die übrigen Arzneikisten. Okay. Wir springen natürlich, weil es geht schneller. Nun bringe ich Ihnen das Springen bei. Alle Sprünge geschehen mit Hilfe von Viereck. Um einen Sprung auszuführen, drücken Sie einfach Viereck, um Ihrem Wurm springt sofort vorwärts. Folgen Sie der Spur der Treppe hinauf und sammeln Sie die Arzneikisten, die ich bereitgestellt habe. Probieren Sie Ihre Sprünge aus. Mein Gott, wie hoch man jetzt springt, ne? Da wird man auch brauchen. Hui! Das sind doch mal Würmer. Hui! Wenigstens tut man auch ein bisschen Weg zurücklegen, wenn man gedrückt hält. Aber das hier ist alles noch relativ frisch nach Worms 3D, deswegen werde ich mich noch ein bisschen mit der Steuerung hier auskennen. Das habe ich auch bei der letzten Aufnahme gesagt. Oh Mann. Ich mag es nicht, wenn immer am ersten Part schon direkt beim Worms 3D war halt auch so, hat am ersten Part schon ein paar Sachen mir nicht gefallen haben, aber da habe ich noch irgendwie anders aufgenommen, das war wieder was anderes, aber ich mag es nicht, wenn der erste Part schon direkt so verkrüppelt anfängt. Keine Ahnung, das Video hat gestottert, der Sound hat gestottert, irgendwie war alles im Eimer, ich weiß gar nicht wieso. Herzlichen Glückwunsch, Sterblicher, ich bin sicher, dass Sie bald ein Held werden, doch zunächst bringe ich Ihnen noch etwas anderes bei, den Salto rückwärts. Damit Ihr Wurm einen Salto rückwärts macht, drücken Sie zweimal rasch hintereinander Viereck. Versuchen Sie es. Wenn Sie soweit sind, sammeln Sie die Arzneikiste mit einem Salto rückwärts, wenn Sie bereit sind. Ja, irgendwie Salto rückwärts geht irgendwie nicht. Ich drehe mich automatisch nämlich um. Oh, jetzt Spoiler. Okay, jetzt beherrschen Sie den Salto rückwärts. Gehen wir zum doppelten Salto rückwärts über. Während der Wurm den ersten Salto rückwärts macht, müssen Sie erneut rasch hintereinander zweimal Viereck gedrückt halten. Drücken. Und den Wurm springt noch höher. Versuchen Sie erst Nike mit Hilfe des doppelten Saltos rückwärts zusammen. Ich glaube, ich tue die Steuerung wieder umändern. Geht aber gar nicht. Oh. So. Dann machen wir mal. Bam. Bam. Boah, es tut so viele Möglichkeiten eröffnen jetzt. Großartig, Sie scheinen den Dreh raus zu haben. Sie können außerdem mit linken Analogstick Ihre Sprünge steuern oder, wenn Sie vier gedrückt halten, geradewegs nach oben springen. Beides kann hilfreich sein. Üben Sie Ihre Sprünge, indem Sie die letzten Arzneikisten aufsammeln. Alles klar. Bams. Alles so. Bei Power Art und Fallschaden scheint es auch nicht mehr so streng zu geben. Finde ich auch gut. Nun, jetzt haben Sie gelernt, wie Sie Ihren Wurm steuern können. Als nächstes möchte ich Ihnen die bescheidenen Landminen vorstellen. Ihre Funktionsweise lässt sich am besten mit einer einfachen Demonstration erklären. Remus. Scramble, scramble. Okay, dann zeig mal, Remus. Weil ich erst einen meiner Würmer nennen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Wow, der ist sehr hoch geflogen. Danke, Remus. Landminen werden ausgelöst, sobald ihnen Würmer zu nahe kommen. Dadurch wird der Zünder aktiviert, der auf 0 bis 5 Sekunden eingestellt sein kann. Wenn Landminen explodieren, fügen sie Würmern im Gebäude ungefähr 40 Schadenspunkte zu, was sie zu einer ernsthaften Gefahr macht. Da muss man halt aufpassen, nicht, dass da ein Gebäude irgendwie dran vorbeiläuft, ne? Ja, mal eine Strategie, aber ich kann ja nicht so viel spoilern, was noch vorkommt. Und nun? Ich habe einige Landminen über der Landschaft abgeworfen. Jede Landmine hat einen auf 5 Sekunden angestellten Zünder. Dadurch bleibt ihnen mehr als genug Zeit, um den Explosionen zu entgehen. Ich möchte von ihnen, dass sie Minen auslösen, indem sie nahe genug um jede Mine herangehen und sich dann zurückziehen. Nehmen sie sich so viel Zeit, wie sie benötigen und springen sie jede Landmine zur Explosion, wenn sie bereit sind. Ja, okay. Eieiei. So. So, weiter. Ich muss die Kamera sofort wieder umstellen. Also ich freue mich schon auf das Spiel. Ich glaube ein bisschen mehr als auf Worms 3D. Weil hier geht es ein bisschen deftiger zu. Ich habe immer neue Mehrspieler damals gespielt, deswegen weiß ich auch nicht, wie es hier mit der Story aussieht. Ähnlich wie Worms 3D. Aber naja. Haben Sie vielleicht Schwierigkeiten damit, alle Landminen zu finden? Keine Sorge, das ist genau die Art von Situation, in der es wieder nützlich sein kann, die Kamera zu steuern. Wenn Sie R2 gedrückt halten, erhalten Sie einen Blick von oben auf die Landschaft. Während Sie R2 gedrückt halten, können Sie mit Hilfe von linker Analogstick die Kamera bewegen und mit rechter Analogstick rotieren.
Benutzen Sie Ihren Blick von oben, um zu entdecken, wo sich die restlichen Landminen finden. Es sind noch 3 übrig. Werden Sie sie los, wenn Sie bereit sind. Ja, also ich wäre ein zweiter. Ne. Dann zeig mal. Wupp. Was ein schönes Bild. Das ist bestimmt der allerhöchste. Der allerholste oder so. Hey, das habe ich gehört. Was? So, gibt es hier eigentlich auch wieder Geheimnisse? Wie in Worms 3D? Ja, das werde ich wahrscheinlich noch oft sagen. Tut mir leid. Aber naja. Wie gesagt, ist noch relativ frisch, nachdem ich mit Worms 3D fertig war. Deswegen werde ich noch ein paar Anspielungen machen. So, wo, jetzt soll ich mal vielleicht gucken, wo die letzte, da ist sie. Die letzte Mähne. Ich weiß nicht, wie er mit Fallschaden aussieht. Man scheint ja keine Trophäen zu kriegen. Das ist irgendwie gut und schlecht. Vielleicht kriegt man ja automatisch jetzt mal alles freigeschaltet oder so. Mal schauen. Das war bisher ausgezeichnete Arbeit, Sterblicher. Sie haben bereits die Arzneikisten kennengelernt. Doch es gibt noch andere Arten von Kisten im Spiel. Sammeln Sie die nächste Kiste ein. Okay. Wird ja Orden gezeigt, oder? Jo. Finde ich gut, so eine Anzeige. So. Ich bin halt so geil, dass man jetzt so springen kann. Ne? Das, damit kann man viel schneller unterwegs sein. So. Zack, Sie haben soeben eine Waffenkiste eingesammelt. Im Kommentar am oberen Bildschirmrand wird abgegeben, welche Waffe Sie eingesammelt haben. Sie haben jetzt unbegrenzt viele Bazookas. Boah, geil. Um eine Waffe benutzen zu können, müssen Sie zuerst auswählen. Um eine Waffe auszuwählen, öffnen Sie mit Kreis Ihren Waffenleiste. Markieren Sie die Waffe und drücken Sie X. Ja. Warum probieren Sie jetzt nicht und wählen Sie die Bazooka aus, die Sie soeben eingesammelt haben? Ja, warum nicht? So. Mit Kreis wird die Waffenleiste geöffnet. Hab ich. Bevor wir versuchen, die Versuche abzufeuern, wollen wir zuerst eine kleine Demonstration sehen. Remus, kommen Sie jetzt und seien Sie nicht so träge. Schauen Sie aufmerksam zu. Remus wird jetzt das Ziel zerstören. Achten Sie darauf, wie der von der Versuche abgefeuerte Schuss aufgrund der Schwerkraft ein wenig absinkt. Sobald Sie geschossen haben, sind Sie an der Reihe. Voll komplizierte Physik hier, hallo. So ein paar Würmer. Oh, geil. So gesagt, I don't speak English. Sie sind jetzt an der Reihe. Sie brauchen nicht, sich nicht zu bewegen. Halten Sie einfach R1 gedrückt, ziehen Sie und feuern Sie. Mit linker Analogstick wählen Sie aus, wohin Sie zielen möchten. Wenn Sie X gedrückt halten, wird der Schuss aufgeladen. Je länger Sie X gedrückt halten, gedrückt gehalten wird, desto weiter wird der Schuss gehen. Versuchen Sie jetzt, die Ziele zu zerstören. Boah, zerstören, wenn Sie bereit sind. So, oh mein Gott, das ist... Das ist auch inventiert jetzt. Was zum... Vor allem, was ich nicht verstehe... Wenn ich rechts drücke, dann gucke ich nach rechts. Und wenn ich den rechten Analogstick. Okay, ich kann den linken oder. Okay, das ist jetzt richtig mein Verkehr. Jetzt bewege ich den rechten. Ich bewege jetzt den rechten Analogstick nach rechts. Rup. Nach oben. Rup. Unten. Rup. Links. Rup. So, R1, ich drücke den rechten Analogstick nach links. Rup. Nach rechts, nach oben, nach unten. Ich tue den linken Analogstick nach oben drücken und nach unten und nach rechts und nach links und nach rechts. Okay, der ist so was von. Er denkt sich in so was aus, ey. So. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich direkt irgendwie das Ziel verfehlt. Oh Gott. Und ja. Jetzt tue ich mir ein Steuerkreuz steuern. Das ist auch nicht besser. Das ist Steuerung, sowas von umdrehen. Ja, ich glaube, danach ist das Tutorial auch schon beendet. Dann hoffe ich, dass die Aufnahme diesmal auch funktioniert hat. Sonst drehe ich voll durch. Hey, dann drehe ich am Rad. Und dann tue ich im echten Leben meine unendlich vielen Bazookas rausholen und auch ein paar Ziele abfeuern. Jawohl. Alles klar, und jetzt noch die. Das ist die, die ich am Anfang irgendwie verpasst habe. Ich getroffen habe. Sehr gut. Großartig, sie bekommen allmählich ein Gefühl dafür.
Hier noch ein Hinweis. Schauen Sie auf den Windanzeiger. Sie werden sehen, dass er die Form eines Pfeils hat und mit einer Zahl gekennzeichnet ist. Der Pfeil zeigt die Windrichtung an und die Zahl gibt die Windstärke an. Einige Waffen werden durch den Wind beeinflusst, der die Schüsse aus der Bahn lenkt. Heute wird kein Wind, doch in Zukunft müssen Sie darauf achten. So, hier endet die Lektion. Hier ist die Lektion zu Ende. Sie haben in dieser kurzen Zeit viel gelernt. Würden Sie mir vielleicht im nächsten Lernprogramm einen Gefallen tun, nachdem ich Ihnen heute so viel beigebracht habe? Ich möchte, dass Sie mit meiner Hilfe damit beginnen, eine große Stadt zu erbauen. Nennen wir sie doch vielleicht Rom. Gefällt Ihnen der Name? Ja, mir gefällt er ebenfalls. Also, wir könnten hier eine Mauer errichten. Hier einen Turm und hier hätte ich gerne ein Heißwasserbad. Boah, was für Ansprüche. Na gut, Rom soll es sein. Das epische Abenteuer von Worms, Forts und der Generation der Orms soll jetzt beginnen. Es wird episch. Episch. Sehr schön. Leider kommt keine Cutscenes mehr, nachdem man eine Mission erfüllt hat. Also im Lernprogramm jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das im Kampagnenmodus ist. Ja, ich speichere, obwohl ich irgendwie nichts erreicht habe jetzt. Ich hätte jetzt eigentlich das Lernprogramm Nummer 2 freigeschaltet. Aber das habe ich ja schon. Vielleicht müsste ich jetzt hier ein paar Sachen ändern. Und zwar bei Optionen. Steuerung, die muss geändert werden. Ey. So. Keine Ahnung. Alles klar. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas machen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Ich hoffe, einigen Leuten gefällt dieses Projekt und ich hoffe, einige werden auch ein bisschen öfter hier einschalten, um sich das Projekt anzuschauen. Aber egal. Ich sage jetzt erstmal, ich beende den Part hier ab der 17. Minute ungefähr und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.